So, an der Stelle würde jetzt eigentlich kommen, dass neue Bilder in der Galerie freigeschaltet sind. Bis hierhin habe ich es auch gespielt und dann ist mir die Aufnahme abgeschmiert, sage ich mal dazu. Aber irgendwie ist das schon seltsam, oder? Also irgendwie haut das überhaupt nicht hin, das passt nicht. Inspektor? Ich hatte recht. Ich habe es allen gesagt, immer und immer wieder. Aber niemand wollte hören. Das glaube ich nicht. Also das macht keinen Sinn irgendwie. Vor allen Dingen, dass der dann einfach so in den Freitod geht. Zumal wir erst im Kapitel 2 sind, also da muss ja noch was kommen. Von daher kann das nicht sein. Und irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Ach so, ja, ich fand es ein bisschen doof bei den Antwortmöglichkeiten, dass es jetzt, ich kann da nur spekulieren war, weil das ist so... ich weiß nicht, bei den anderen, da gab es immer eine Option, die man anklicken konnte, wo man wirklich sagen konnte, das ist es. Aber dort, ja, ich kann nur spekulieren, ist so eine übelst vage Antwort, das ist nicht wirklich passend. Also das fand ich irgendwie komisch. Es kann natürlich sein, dass mir irgendein Detail durch die Lappen gegangen ist im Kapitel 1, dass ich irgendwas nicht entdeckt habe, was ich dann noch hätte finden müssen, aber das fand ich jetzt ein bisschen doof. So, ab jetzt auch völliges Neuland für mich. Legen wir los. Sie glauben also, dass Dr. Gebhardt tatsächlich der Rabe war? Die Dinge, die Gebhardt in seinem Brief schreibt, stehen in keinem Polizeibericht. Nur jemand, der dabei war, kann davon wissen. Könnten nicht noch andere in der Nähe gewesen sein? Vielleicht einer der Polizisten? Was, wenn einer von denen die Seiten gewechselt hat? Warum fällt es Ihnen so schwer, die einfache Tatsache zu erkennen? Es gab nie einen neuen Raben, nur den alten. Und das war Dr. Gebhardt. Das Vorgehen passt einfach nicht. Der Rabe war kein Mörder. Legenden sind selten das, wofür wir sie halten, Wachtmeister Zellner. Totaler Unsinn. Das passt so überhaupt nicht. Sorry, aber das haut nicht hin. Wer war der Mann, der damals getötet wurde? William Jackson, ein kleiner Dieb, hat zusammen mit seinem Bruder einige Einbrüche begangen. Talentiert, aber nichts Weltbewegendes. Und den hat man für den Raben gehalten? Einige meinten, es gehöre zu seiner Tarnung. Wenn du ein gerissener Meisterdieb bist, was wäre eine bessere Tarnung als die eines mittelmäßigen Ganoven? Du lässt dich hier und da bei kleinen Gaunereien erwischen. Niemand traut dir dann noch zu, ein großes Ding zu drehen. Aber sie haben das nicht geglaubt. Es gab leise Stimmen in meinem Kopf. Aber alle beglückwünschten mich. Bedenken wurden beiseite gewischt. Es war wie ein Sturm. Doch irgendwann legte sich der Sturm. Die Stimmen waren immer noch da. Und dieses Mal nicht? Keine Stimmen, die Ihnen sagen, dass Gebhardt nicht unser Mann ist? Er muss es sein. Wieso? Hattest du denn damals auch schon auf dem Plan gehabt? Kanntest du Dr. Gebhardt schon von irgendwoher? Hat er irgendwelche Verbindungen zu dem alten Raben gehabt? Wieso sollte Dr. Gebhardt derjenige sein? Was ist mit der Schrift? Der Wortwahl? Passt der Abschiedsbrief zu den anderen Briefen des Raben? Ja, seine Handschrift, seine Worte. Ich habe jeden Brief des Raben gelesen, immer und immer wieder. Ich habe es für unmöglich gehalten. Ein von den Toten auferstandener Rabe. Den hat der Rabe war nie tot. Ich habe den falschen Mann erwischt. Aber bei dem Mann wurde die Beute gefunden, oder? Er muss also für den Raben gearbeitet haben und kann daher kaum als unschuldig gelten. Wie geht es nun weiter? Wir liefern das Auge ab und ich setze mich mit Paris in Verbindung. Die Kollegen sollen alle bekannten Aufenthaltsorte Gebhardts mit denen des Raben abgleichen. Und wenn sich Ungereimtheiten ergeben, was ist dann? Sie können gerne weiterhin ein Auge auf den Tresor werfen, wenn Sie es nicht lassen können. Das Schiff bleibt einen Tag in Kairo. So lange haben Sie Zeit, Ihren eigenen Raben zu fangen. Ich habe meinen. Tja, und so kann man mit einem einfachen Brief, den man fälscht und dorthin legt, die Aufmerksamkeit komplett wegnehmen von dem Tresor, ne? Ah, Sie sind einer von Legrands Leuten, nicht wahr? Jakob Zellner, mein Name. Sie können mir gleich behilflich sein. Ich vermisse Grace, meinen Dackel. Es könnte sein, dass es hier mehr für mich zu tun gibt, Herr... Direktor Abbas Mokhtar. Und Grace ist nicht irgendein Hund. Sie ist ein reinrassiger deutscher Dackel. Ein Champion. Ein deutscher Dackel, ein Champion! Hart wie Kropfstahl. Die jetzt. Ausstellung soll also trotz allem heute Abend eröffnet werden? Aber natürlich. Alles wurde bezahlt. Die letzten Arbeiten sind so gut wie abgeschlossen. Aber eines der beiden Ausstellungsstücke wird nicht da sein.
Ein schrecklicher Verlust. Eine Tragödie. Schon zum zweiten Mal wurde dieser unersetzliche ägyptische Kulturschatz entwendet. Zum zweiten Mal? Na, glauben Sie etwa, das Auge der Sphinx wäre in London aus dem Sand gegraben worden? So, also haben die Briten es damals wahrscheinlich in der Besatzungszeit einfach mitgenommen. Eine Sache noch, ich glaube, der echte Rabe hat Dr. Gebhardt aus dem Verkehr gezogen. Vielleicht ist der echte Rabe sogar reingeplatzt und hat, während beide bewusstlos in der Krankenstation lagen, hat Dr. Gebhardt umgebracht und weggezerrt, vielleicht ins Wasser geschmissen, kann ja auch sein. Und hat dann diesen Brief verfasst. Das wäre eine Möglichkeit. Und dadurch ist jetzt die Aufmerksamkeit natürlich komplett vom Tresor weg, weil Inspektor Legrand jetzt denkt, dass er seinen Raben hat. Und der eigentliche Rabe kann ganz gemütlich weitermachen. Es passt ja auch deshalb nicht, weil Dr. Gebhardt als Besatzungsmitglied auf dem Schiff ja schon vor Abfahrt dort gewesen sein muss. Er kann ja nicht erst mit dem Zug dort angekommen sein, garantiert. Da hätte er ja irgendwie an Bord sein müssen oder irgendwas, weil der Rabe hat ja dort schon im Zug hätte er ja sein müssen, weil der Rabe dort ja schon zugeschlagen hat, aber er muss ja schon vorher auf dem Schiff gewesen sein eigentlich als Besatzungsmitglied, also das passt irgendwie nicht so wirklich. Inspektor Legrand, Professor Lucien und Konstabler Oliver überwachen den Transport des Tresors. Sie müssten jeden Augenblick ankommen. Ich werde bis dahin hier vor Ort die Lage sondieren. Halten Sie das für nötig? Der Rabe ist doch nun endgültig tot. Wenn Sie damit Dr. Gebhardt meinen. Seine Leiche wurde nicht gefunden. Ebenso wenig wie das gestohlene Auge. Es ehrt uns, dass sich der Inspektor Sorgen macht, aber wir haben alles im Griff. Legrand macht sich nicht so viele Sorgen, wie er sollte. Ich aber. Ist das Museum geschlossen? Ja, solange wir die Gala vorbereiten, werden nur handverlesene Gäste ins Museum gelassen. Sie gehören natürlich dazu, Herr Wachtmeister. Das ist aber schön, dass wir zu den handverlesenen Gästen gehören. Was können Sie mir zum Sicherheitssystem des Museums sagen? Eines der modernsten auf dem Markt. Und das zweite Auge wird auch noch in unserer speziellen Schatzkammer ausgestellt, die noch einmal zusätzlich gesichert ist. Schatzkammer? Gehen Sie nur rein, vom Eingang aus gesehen rechts. Das Auge ist so sicher wie die Kronjuwelen. So, okay. Ich denke, ich werde mich dann einmal im Museum umsehen. Tun Sie das, es gibt viel zu entdecken. Wenn Sie Grace sehen, geben Sie mir Bescheid. Hoffentlich finden wir sie, bevor der große Inspektor ankommt. Ist es nicht fantastisch, wie er den Mord auf dem Schiff aufgeklärt hat? Legrand? Natürlich, es steht in allen Zeitungen. Der Mord an der ehrenwürdigen Baronin von Trebitz. Und wie der große Inspektor Legrand den Mörder in nur einem Tag identifizierte. Das ist der Stoff, aus dem Legenden gemacht sind. Sie sollten sich glücklich schätzen, von ihm lernen zu dürfen. Ja, genau, weil er so viel dabei mitgemacht hat. Was genau steht in den Zeitungen? Alles. Es ist fantastisch. Jemand an Bord muss sich direkt mit der Presse in Verbindung gesetzt haben. Natürlich eine wunderbare Werbung für uns. Heute Abend werden die Journalisten Schlange stehen. Und es wurde berichtet, dass Legrand den Mörder gefunden hat? Natürlich, wer sonst? Naja, ich war daran auch nicht ganz unbeteiligt. Natürlich, Legrand hat sicherlich seine Gehilfen, aber Ehre, wem Ehre gebührt, nicht wahr? Also dann? Bis dann, Wachtmeister. Grace, meine Süße, wo bist du? Oh, Herr Butler. Oh, Mr. Inch. Mr. Inch, da sind Sie ja. Es tut mir ja so leid. Baronin von Trebitz war eine herzensgute Frau. Sie hat so viel für das Museum getan. Gewiss. Und Sie? Wollen Sie etwa schon wieder gehen? Ich würde gerne in mein Hotel gehen. Die letzten Tage... Erst schleichen Sie sich in mein Museum, ohne mich zu begrüßen, und dann wollen Sie uns so schnell schon wieder verlassen? Ich wollte Sie nicht stören, und wir haben ja heute Abend noch Zeit. Ja, heute Abend müssen Sie unbedingt kommen. Ich wollte Baronin von Trebitz seine Auszeichnung überreichen. Die müssen Sie jetzt annehmen. Natürlich, wenn Sie darauf bestehen. Die Baronin hat für all das hier bezahlt. Ohne sie hätten wir die Ausstellung und die Gala nicht machen können. Sie war sehr großzügig. Das war sie. Wenn Sie mich nun entschuldigen würden. Wachtmeister Zellner, ich möchte mich noch einmal für Ihre großartige Arbeit bedanken.
Sie haben mich gerettet, könnte man sagen. Sehr gern geschehen. Wir sehen uns heute Abend. So richtig weiß ich noch nicht mit dem Mr. Inch. Okay, neuer Schauplatz für uns. Mit dem Mr. Inch weiß ich nicht so richtig, dass er jetzt überhaupt noch da ist, ist schon seltsam. Huch, interessante Musik. Und das andere ist auch, mir ist aufgefallen, in dem Abspann zum Kapitel 1 sind der Mr. Inch und die Miss Myers ziemlich weit oben aufgetaucht. Ich weiß nicht, ob das irgendeine Bedeutung hat, aber normalerweise setzt man ja die wichtigsten Charaktere gleich als erstes mit hin. Also bei den Synchronsprechern ist mir das aufgefallen, als die aufgelistet wurden. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Von daher kann es sein, dass die noch irgendeine besondere Rolle vielleicht spielen, die beiden. Die Miss Myers habe ich ja sowieso noch in Verdacht. Und irgendwas wollte ich noch sagen, ich habe es aber leider vergessen. Achso, ja, wahrscheinlich war es auch der Rabe, der dann die Presse informiert hat, weil wenn da jetzt noch so ein bisschen rumgebauchmietzelt wird, dann wird Inspektor Legrand wahrscheinlich erst recht dann Ruhe geben danach. So, aber reden wir erstmal mit Miss Miller. Mit dem Mr. Inch weiß ich noch nicht so richtig, was der für eine Rolle spielen soll. Also ich kann mir ihn nicht als Raben vorstellen, ehrlich gesagt. Miss Miller, ich freue mich, Sie hier zu sehen. Das ist mal ein Halleffekt. Mr. Trainer, ich habe gehört, was Ihnen an Bord zugestoßen ist. Schrecklich, ganz schrecklich. Hat alles ein gutes Ende genommen. Sie warten auf Professor Lucien? Mhm. Okay. Schon morgen geht es den Nil hinab, wie ich höre. So ist es. Es wird bestimmt ein beeindruckendes Erlebnis. Aber Sie wirken nicht sehr begeistert. Oh, doch, das bin ich. Es ist sehr großzügig von der Lady, mich und vor allem Matty einzuladen. Er wird viel lernen. Aber... Nun, Professor Lucien hat angeboten, uns auf der Fahrt zu begleiten. Umso mehr würde Matty lernen. Und Ihnen dürfte das doch auch nicht unangenehm sein. Nein, ich weiß nur nicht, wie Matty reagieren würde, wenn Edgar mitkäme. Ich verstehe. Ich kann ja mal vorfühlen, was er zum Professor als Begleitung sagen würde. Würden Sie das tun? Vielen Dank, Wachtmeister Zähler. Ach, so eine Nilkreuzfahrt hätte ich auch Bock. Ich war schon mal in Ägypten. Allerdings haben wir damals Urlaub in Hurghada gemacht und sind nicht weiter am Nil gewesen. Wir haben bloß zwei Ausflüge gemacht. Einmal nach Kairo, wo wir uns die Pyramiden von Gizeh angeschaut haben, die ich nicht so beeindruckend fand, muss ich sagen. Und zum anderen ins Tal der Könige nach Luxor. Das war richtig geil. Also dort war es richtig schön. Und dort haben wir den Nil zumindest so ein bisschen gesehen. Also weil es ist ja so ein Niltal dort und also ist ja im weitesten Sinne noch Nilbereich dort. Dort, wo grünen Flächen sind um den Nil drumherum, dort ist auch diese Tempelanlage. Und das sah richtig schön aus. Also so eine Nilkreuzfahrt wäre schon was, das könnte mich auch interessieren, obwohl ich das eigentlich nicht so unbedingt für Kreuzfahrten zu haben bin, muss ich sagen. Konnten Sie in Erfahrung bringen, warum Professor Lucien uns gestern auf dem Vorderdeck so überraschend verließ? Nein, nicht wirklich. Wir haben nur kurz miteinander gesprochen. Er war immer noch sehr nervös. So war er auch schon im Zug. Scheint seine Art zu sein. Ich glaube, es hat mit dem Einbruch im Museum zu tun. Das hat ihn sehr mitgenommen. Aber er meinte, ich solle mir keine Sorgen machen. Bald wäre alles vorbei. Tatsächlich? Wie meint er das? Oh, das habe ich ihn nicht gefragt, Herr Wachtmeister. Hm. Ja, auch der Professor Lucien ist ein bisschen seltsam. Also das sind so die drei, die ich wirklich seltsam finde, auch wenn ich Lucien jetzt nicht unbedingt für den Raben halten würde, das wäre doch ein bisschen abenteuerlich. Wer weiß. Sind noch andere Passagiere vom Schiff hier? Oh ja, wir sind als Gruppe angekommen. David Kreuzer, der Geiger, war dabei. Außerdem Miss Myers und Mr. Inch. Er scheint den Tod der Baronin gut verwunden zu haben. Er schien geradezu gelöst. Aha. Ich habe ihn getroffen. Er schaut nach vorn, könnte man sagen. Wo ist Herr Kreuzer? Er ist dort drüben bei der Schatzkammer. Matty ist unten in der großen Halle. Ich fürchte jeden Augenblick, das Klirren einer unbezahlbaren Kostbarkeit zu hören. Matt wird schon Acht geben, Miss Miller. Ich werde mich weiter im Museum umsehen. Oh ja, es gibt so viel zu sehen. Gut. Dann bin ich... Die Musik ist echt seltsam, oder?
Dann bin ich mal gespannt, das scheint ein größerer Bereich zu sein. Wir schauen uns erstmal die Wachstube an. Muss ich mich jetzt erstmal wieder dran gewöhnen, nachdem wir so lange auf dem Kreuzfahrtschiff waren, dass wir jetzt wieder komplett neues Gebiet haben.